Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir sollen einen Banditenfürsten, der festgehalten wird, eliminieren. Und da sage ich doch nur mit Freude. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Nachdem wir hier schon den Kommandanten und den Hauptmann erledigt haben. So, da hinten, da waren wir schon zweimal. Hier ist er. Wie bekomme ich den am besten erledigt? Das ist halt sehr zentral gelegen hier. Da werde ich erstmal noch ein, zwei Leute hier aus dem Spiel nehmen müssen, befürchte ich. You will pay, oh, hi. So, und schon sind wir wieder. Ich hätte natürlich auch den Löwen direkt freilassen können. Ups. Jetzt versteckt er sich. Nee. Okay, der rennt weg. Oh, da haben wir ihn erledigt. You die easily for a god. I am nobody. Nobody. But when the son of Ra stands on the mountain and says, do it, it gets done. Next, you told them to murder. I am not sorry. Is Baya Castilla sorry? I lost my family. You lost your family. We have the right to do anything we want to anyone. No! Name we is are different. You burnt farms. You killed innocents. You're insane! Hypocrite! Yeah! Pile up 1,000 dead bodies in front of me. It doesn't change me. The world will burn. The Order won't save it. You will burn with it, Magi. May you walk the land of the Duat. Da haben wir's. Erledigt. He is dead. I should tell Zahra. So, und den Löwen hier. Da schnappen wir uns auch ein bisschen Pelz. So, dann können wir uns hier verpissen. Den nehmen wir noch mit. Und außerdem, was haben wir denn hier alles Schönes bekommen? Schauen wir doch mal nach. Sturmklingen, besserer Qualität. Dann können wir die alten hier mal erledigen. Ein Stab, einen leichten Speer und einen Eisenspeer, okay. Ja, über Eisen hätte ich mich vor ein paar Tagen noch gefreut. Inzwischen haben wir alles mit Eisen erledigt. Die Tasche kann ich hier fertigstellen. Ja, die Tasche will ich nicht. Ich will hier was Sinnvolles haben. Da fehlt mir noch ein ganz kleines bisschen Pelz. So, Unmengen von
Rohmaterialien. So, hat der eigentlich eine Quest für uns, der Gute? Ich glaube nicht, ne? Nee. Hi. Son of Ra is dead. It was disturbing. His madness almost made sense. If you stare deeply enough into any madness, there is a logic. So what now? The fires are stopped. Your farms are safe. I don't know. I am hungry, though. Now we return to the farm to feast in peace. Okay. Is that an invitation? You are the Magi. You figure it out. My gate is open and my fruit is sweet. Okay. So, abgeschlossen. Jene wunderbare Quest. Und jetzt haben wir einen ganz tollen Schild bekommen. Den schaue ich mir sogar mal an, bevor ich ihn zerlege. Präsent. Nahkampfwiderstand 3 und Fernkampfwiderstand 3. Ja, das ist echt gut. Weil unser Schild halt nur gegen Fernkampf hilft. Ich werde ihn trotzdem zerlegen. Und dann schauen wir mal, was unsere Quests hergeben. Dämonen in der Wüste scheint noch ein bisschen hochstufig für uns zu sein. Wo müssen wir dafür hin? Ja, vielleicht nehmen wir das hier, der Weg der Grabinianer. Bald trifft Cleopatra, um zu bestätigen, dass seine Jagd beendet ist. Dennoch bleibt er entschlossen, den Mann zu finden, der seinen Sohn getötet hat. Die Jagd ist vorbei, doch das Blutvergießen hat Balk nicht zufriedener gemacht. Der Mann, der seinen Sohn ermordet hat, ist immer noch auf freiem Fuß. Balk kehrt zu Apollodorus und Cleopatra zurück, um von der Vollendung seiner Jagd zu berichten. Doch es ist nicht alles, wie es scheint. Es ist nicht alles, wie es scheint. Ja, das wäre auch die absolute Ausnahme gewesen. Heieiei. Nach da hinten. Da ist das. Na geil. Da sind wir ja mal komplett falsch hier. Aber dann können wir hier so ein, zwei Fragezeichen und Schätze noch mit erledigen. Das ist doch auch eine schöne Sache. So, von hier aus ist es noch ein ganz schönes Stück, aber... Ups. Da wollen wir erstmal hin. Ja. Mal sehen, was das ist. Vielleicht ein Krokodilnest, ein Schatz, irgendwas. So, nebenbei irgendwie Pelze könnte ich noch gebrauchen. Was? Ach, da war eine Schlange. Das macht doch nichts. So, da haben wir ein Boot. Das können wir einfach benutzen, um darüber zu fahren. Und versunkener Schatz. Ein versunkener Schatz. Alles klar. Außerdem Krokodile. Die gehen mir jetzt mal gerade so richtig auf den Keks, glaube ich. Es sind Stufe 12 Krokodile. Also durchaus nicht so schwierig. Erwischt. Ja. So, plündern wir erstmal die Krokodile hier. Ja. Ist das andere Krokodil jetzt untergegangen oder was? Ach,
nö, Junge, geh mal bitte nicht auf den Sack, ne? Hier müsste doch ein Pfeil drinstecken, auch irgendwo. Hab ich gedacht. Ach, verpiss dich. Ich meine, wirklich, Junge, verpiss dich. So, da habe ich noch einen Pfeil bekommen. Ist es hier eigentlich überdacht oder kann ich hier jederzeit auftauchen? Na, ich kann hier jederzeit auftauchen. Praktisch. So, das ist gar nicht unser Boot. Unser Boot ist irgendwo da hinten. Ich brauche mir das hier einfach. Dankeschön. Ja, genau. Verpiss dich, Junge. So, dann können wir da hinten nämlich noch einen Schatz suchen. Das liegt nicht so richtig auf dem Weg, aber wenn wir schon mal in der Gegend sind. Boote sind mir tatsächlich das liebste Fortbewegungsmittel, diese Segelboote, weil die so unheimlich schnell sind einfach. Oh, Achtung, Flusspferde. Hier gibt es also irgendwo einen Schatz, sagst du. Der kann ja nur in dieser Hütte sein. Ja, genau. Seid vorsichtig, Leute. Nicht, dass euch jemand überrascht. Brauche ich hierfür? Nee, da habe ich genug. Hierfür brauche ich welches. Ich könnte also noch ein bisschen auf Krokodiljagd gehen. Nilpferdjagd. So, geht doch. Den Pfeil nehmen wir wieder mit. Pfeile sind immerhin wertvoll. Oh, Schlafpfeile habe ich hier auch erbeutet ein. Und Doppelschwerter. Super Schatz. Dankeschön. Oh, hier vorne gibt es interessante Dinge. Hängt da irgendwie ein Steckbrief oder sowas? Wenn die Beute aus dem Boot geladen wird, versucht daran zu denken, die seltenen Güter in die Hütte zu bringen. Wir wollen nichts Wertvolles verlieren. So ist es nämlich. So, was ist hier unser nächster Navigationspunkt? Hier oben, das werde ich erstmal ignorieren. Aber hier, das könnte ja vielleicht ganz spannend sein. So, nochmal hier ein Pferd überfahren. Doch nicht. So, wo kann ich mich hier am besten einfädeln? Hier so links rum vielleicht. Durch das Nilpferd durch. Hi. So, dann nehmen wir mal kurz ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ah, ich habe mich hier zu früh eingefädelt. Und sitze auf. Alles klar. Aufgelaufen. So, komme ich hier ohne Schwimmen rüber, wo die Seerosen wachsen. Ja. Oh, da schläft eine Flusspferdherde. Und die sind Stufe 32. Alles klar, ich bin dann da drüben, falls ihr mich sucht.
So, dann gibt's hier wahrscheinlich auch irgendwie ein Nilpferdnest oder sowas, oder? Ja, sieht so aus. Was? Ah, es ist aber ein Schatz. Okay, wer, wann, wo? Alles klar. Schon bei, ja, wo springt er denn rum? Man sieht ihn auch so schlecht im Halbschatten des Baumes. So, und da ist er tot. Du, es kommt mir nämlich nicht. So, und jetzt habe ich 5 Pelz und damit müsste ich eigentlich so einen super tollen, ja, genau, eine Armschiene bauen können. Dann haben wir die nämlich auch auf der höchsten Stufe. So, brauchen jetzt hierfür natürlich schweres Leder, Pelze, weiches Leder, alles. Was? Schon wieder Kampfmusik? Ich duck mich hier mal rein. Und dann suchen wir diesen Tümpel mal nach Schätzen ab. Nierpferde sehe ich, okay. Da drüben ist er. Ach, das sind gar keine Nierpferde. Das sind irgendwelche Typen. So, unter Wasser fast heller als über Wasser. Eine olle Axt haben wir bekommen. Na gut, warum nicht? So, wo geht's jetzt weiter? Hier drüben geht's weiter. Diese Richtung. Der Charterteich war das hier. Oh, da drüben sieht es aber schon ganz hübsch aus. Lol. Ah, da drüben sind die anderen. Ah, Seno hat eins erledigt. Sehr gut, danke Seno. So, dann beschäftigen wir uns da drüben mit dem Fragezeichen beim nächsten Mal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.